Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe euch heute wieder zwei Telefonate mitgebracht. Worum es darin geht, das könnt ihr euch ja sicherlich wieder denken. Genau, die Trading-Abzocke. Leider ja überall und naja, mittlerweile irgendwie nur noch am Telefon. Ändern können wir es leider nicht, da von den anderen Betrugsmaschen, wenn man sich dort einträgt, das passiert halt so gut wie überhaupt nichts. Es kann halt sein, dass mal wieder ein Strombetrüger oder so anruft oder mal wieder ein Gewinnspiel mit dabei ist. Allerdings geben die sich mit dem Anrufen auch nicht wirklich viel Mühe. Das könnte natürlich ein Erfolg sein, dass man nicht mehr so viele Betrüger mit verschiedenen Varianten am Markt hat. Sie gibt es zwar immer noch, allerdings sehr, sehr ausgedünnt. Naja, aber quatschen wir nicht lange rum. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem ersten der beiden Anrufe. Guten Tag, spreche ich mit Herrn Ricardo Exquisit? Exquisit, ja. Genau, also mein Name ist Paulina Rehner, ich bin Account Manager von Global Financial Markets. Sie haben sich auf unsere Trading-Plattform registriert. Habe ich recht? Darf ich fragen, haben Sie Erfahrung in diesem Bereich? Also in diesem Segment? Nee. Haben Sie keine Zeit jetzt zum Sprechen? Doch. Okay. Also Sie bekommen, also direkt nach der Aktivierung Ihres Handelskontos, bekommen Sie einen kostenlosen Finanzberater von uns. Und dann werden Sie erstmal eine Strategie entwickeln nach Ihrer Erfahrung und Ihren Erwartungen. Ne? Und danach mit der Broker. Bitte? Haben Sie auch einen Zahlungspflichtigen? Zahlungspflichtigen? Ja. Nein, haben wir nicht. Also müssen Sie, Sie haben bei uns ein Handelskonto eröffnet, aber wenn Sie nicht möchten, es ist kein Problem, Sie möchten ja einfach sagen, nein, ich habe kein Interesse und wir werden dann das Konto einfach löschen. Nee. Hallo? Ja, hallo. Also ich glaube, es ist ein bisschen ungünstig für Sie, ne, jetzt zu sprechen oder wie, also ich höre daneben so komische Geräusche. Nein, ich muss gerade meinen Herzschrittmacher austauschen. Ach so, okay. Aber ist nicht schlimm. Darf ich fragen, also welche Ziele möchten Sie, also was möchten Sie an der Börse erreichen? Ganz viel Knete. Bitte? Knete, meine Moneten. Nochmal bitte. Ja, Moneten. Moneten? Hm? Also Sie möchten ein Einkommen aufbauen, ne? Damit. Ja. Genau, okay. Und Sie haben keine Erfahrung in diesem Bereich. Wie gesagt, ja, es gibt die Möglichkeit, entweder mit einem Finanzberater zu traden oder mit einem Trading Board. Ja. Was wäre für Sie interessanter? Was ist denn besser? Also, wenn Sie keine Erfahrung haben, würde ich Ihnen lieber einen Finanzberater empfehlen. Weil bei dem Roboter muss man auch die Einstellungen für sich machen können. Ne? Also, man muss die Parameter einsetzen und dafür braucht man ein bisschen mehr Verständnis und ein bisschen mehr so Erfahrung, Kenntnisse und so weiter. Aber und dann ist doch das nicht automatisch, wenn man da selber was eintragen muss. Ja, genau so sieht's aus. Wie immer viel Blabla und jede Menge Gelaber, ohne dass da überhaupt irgendwas von Sinn ergibt, was die nette Tante da überhaupt so von sich lässt. Tja, das kennt man ja nicht anders von den Betrüger-Callcentern. Und grundsätzlich ist es auch so, wenn ich mit einem Roboter trade, dann brauche ich da keine Erkenntnisse für, dann muss ich das Ding nur einmal einstellen können. Gut, man sollte dann auch trotzdem irgendwie ein bisschen Ahnung haben, aber Roboter-Trading an sich gibt es so auch gar nicht. Es gibt eine Firma, die tatsächlich echtes Roboter-Trading anbietet. Aber davon hat man auch nicht mehr so wirklich was gehört. Es gab mal auf dem YouTube-Kanal von Breaking Lab, also von dem Jakob dort, mal so einen Testlauf. Da hat er, glaube ich, 10.000 Euro oder so mitgemacht. Die hat er dann auch gespendet für sein YouTube-Projekt Utopia. Falls ihr davon mal was gehört habt, also dieses Umweltprojekt. Gar nicht mal so schlecht gewesen, dieser Livestream. Auf jeden Fall hat er dann damit wirklich auch Geld gemacht. Allerdings war das auch gar nicht billig, da einzusteigen und auch kein deutsches Unternehmen. Ist auch eine ganz andere Geschichte. Es gibt sowas wie den MetaTrader 4, MetaTrader 5. Das ist eine Software, die euch dabei unterstützt. Eine Software auch vor allem, die extrem umfangreich ist. Also wenn man damit arbeiten möchte, dann sollte man auf jeden Fall sich extrem gut auch mit der Börse auskennen. Ansonsten kann man das Ding nämlich komplett gegen den Baum fahren. Der MetaTrader, egal in welcher Version, sorgt eigentlich dafür, dass man nicht so viel verliert.
sollte irgendein Kurs zum Beispiel abrauschen und man hat aber auf einen steigenden Kurs gesetzt, dann wird automatisch die ganze Transaktion abgebrochen und beendet. Dann verliert man nur einen kleinen Teil, ne, also den Teil, wo es schon gefallen ist. Das müsst ihr dann natürlich bezahlen und habt somit keinen Gewinn. Aber eine Garantie, dass ihr damit nur Gewinne macht, hat man auch nicht. Man hat eigentlich damit nur die Garantie, dass man nicht so viele Verluste macht. Ja, aber naja, das wird halt immer alles so ein bisschen schön erzählt hier und so ist es nachher letztendlich gar nicht. Aber unterm Strich geht es ja auch gar nicht darum, dass ihr das Programm bedienen sollt, sondern dass man eigentlich nur eure Kohle will und euch denn nachher vorspielt, dass ihr Geld hättet, was dann da nicht mehr der Fall ist, weil das Geld ist sicherlich schon gut angelegt in irgendeinen tollen Porsche. Nee, doch, das ist automatisch. Der tradet für Sie automatisch, natürlich, aber Sie müssen ja erstmal die Parameter eingeben, also was Sie davon erwarten, den Order auch setzen und so weiter und so fort. Das müssen Sie auch machen können und machen, weil okay. Jeder Kunde ist unterschiedlich und man soll eigene Strategie haben. Ja. Genau. Haben Sie ansonsten irgendwelche Fragen? Ja, was, ja, keine Ahnung. Also wie gesagt, ne, es gibt die Möglichkeit, mit einem Trading-Bot zusammen zu traden und mit einem Finanzberater. Der Finanzberater wird Ihnen auch regelmäßig Werte empfehlen, in welche Sie investieren sollen. Ne? Wird auch aktuellste Nachrichten und Prognosen mitteilen. Und für Sie heißt es, dass Sie nicht brauchen werden, dann rund um die Uhr vor dem PC zu sitzen und selbst den Finanzmarkt zu beobachten. Kann man das heißt, sich den damit auch sparen aussuchen? Sie viel Zeit. Bitte? Kann man sich den auch aussuchen? Den Finanzberater? Ja. Also mit welchem Finanzberater möchten Sie denn arbeiten, zusammenarbeiten? Ja, kann man sich das aussuchen? Nein, sagen Sie mir, mit wem Sie möchten arbeiten, also was wichtig für Sie ist. Na, die Optik muss passen. Optik? Ja. Also meinen Sie Aussehen von dem Finanzberater oder was? Ja. Wieso ist es wichtig? Naja, weil wenn ich da so einen Lauselümmel hab, den will ich ja nicht. Ich will ja einen vernünftigen. Ja, aber von Aussehen kann man nicht sagen, ne? Ob der Finanzberater gut ist oder schlecht. Nee, bei der Sparkasse haben die auch so Profilfotos. Naja, nach der Optik kann man vielleicht jetzt nicht unbedingt beurteilen, ob der Mitarbeiter dort professionell ist und ein bisschen Ahnung hat. Aber was man nach der Optik entscheiden könnte, ob der Mitarbeiter, mit dem oder bei dem ich mein Geld investieren soll, ob der mir überhaupt sympathisch ist, spielt ja auch eine kleine Rolle. Deswegen gibt es ja eben auch zum Beispiel bei der Sparkasse oder Volksbank in den Apps Fotos von euren Beratern, dass ihr eben auch wisst, wie euer Berater aussieht, weil heutzutage geht man ja eh nicht mehr in die Filiale, dann weiß man aber wenigstens, wer da auf der anderen Seite des Telefons sitzt. Und das war jetzt ja auch so die Idee, die ich jetzt hier hatte. Wie sieht's denn eigentlich mal aus? Kann man sich die Mitarbeiter auch angucken? Weil wenn ich mir das mal so anhöre, was da eigentlich so für Lauselümmel am Telefon sitzen. Ja, ich habe euch ja schon mal vor einer ganzen Weile erzählt, das Bild, das ich von den Shisha-Bars habe, ist natürlich nicht verallgemeinert gemeint, aber sinnbildlich. Abends, wenn man im Dunkeln an irgendeiner Shisha-Bar vorbeiläuft, hat man ja oftmals die Proleten, die dann irgendeine Scheiße durch die Stadt brüllen, einfach weil sie sich toll fühlen. Ja, und solche Leute habt ihr hier auch am Telefon teilweise. Zumindest wirkt es immer so. Naja, und so einen möchte ich ja nun nicht unbedingt haben als Bankberater. Da möchte ich ja schon gucken, ob der wenigstens halbwegs seriös aussieht. Naja, aber solchen Service kann man hier natürlich von so einem illegalen Betrüger-Callcenter nicht erwarten. Ich glaube, da haben Sie dann Probleme mit dem Kopf, ne? Also wenn Sie so denken, ich weiß nicht, mit wem ich gerade so spreche, aber Sie klingen voll unseriös und voll dumm an. Oh, das ist aber nett von Ihnen. Da zeigen Sie ja, gleich am Anfang, dass Sie Betrüger sind. Genau, ja. Ja. Sie können dann gerne auch unsere Gespräche aufzeichnen und direkt in YouTube hochladen, okay? Ja, okay, das mache ich dann. Alles klar. Gut. Alles klar, also ja. Wünsche ich Ihnen nicht alles Gute, ne? Ja, das wünsche ich ja Betrügern auch nicht. Oh Mann, was will man da jetzt eigentlich noch groß zu sagen? Also erstmal ist sie gleich beleidigend geworden. Dabei
habe ich ihr überhaupt nichts getan. Ich meine, ich habe mich letztendlich nur naiv gestellt und als dummen Kunden. Irgendwie wittern die das aber wahrscheinlich. Und sobald man zu blöd tut, wissen sie gleich Bescheid. Aber vielen herzlichen Dank für die Erlaubnis, dass ich es auf YouTube stellen darf. Das ist ja auch mal was. Also schön, dass er das vor allem auch von ganz alleine so gleich für sich festgestellt hat. Ja. Naja, wahrscheinlich liegt das einfach daran, dass die mittlerweile viele, viele, viele dieser Anrufer haben. Und das ist ja auch nicht nur aus Deutschland, Österreich und der Schweiz so. Die Callcenter telefonieren auch in andere Länder. Und dadurch, dass die Mitarbeiter, die da sitzen, ja meistens mehrsprachig sind, was ja eigentlich dafür spricht, dass sie gar nicht so doof sind, wie sie sich immer anhören, dadurch sind sie das sicherlich auch aus anderen Ländern gewohnt, weil diese Scambaiter-Geschichten findet ihr auf YouTube eigentlich gefühlt aus allen Ländern. Hauptsprachig aus dem US-amerikanischen Bereich. Da gibt es tatsächlich sogar riesengroße Kanäle, wo die deutschen Kanäle bei weitem nicht mal mithalten können, also nicht mal Callcenter Fun. Der ist ja hier bei uns, soweit ich weiß, der größte in Deutschland. Aber es ist schon eigentlich erschreckend, ne, dass sie da auch alleine jedes Mal drauf kommen, dass sie hier auf YouTube landen könnten. Sollte vielleicht auch bei denen mal in der Denkmurmel so ein bisschen das Rühren anfangen, dass sie die Schüssel eigentlich nicht nur zum Feuerlöschen im Kopf benutzen, sondern dass sie einfach vielleicht auch mal darüber nachdenken, wenn das ständig passiert, dann kann ja irgendwas mit meinem Job nicht in Ordnung sein. Weil warum habe ich dann immer die Leute alle gegen mich? Müsste man ja vielleicht mal drüber nachdenken. Naja, aber ich gehe mal ganz stark davon aus, sie hat es ja so indirekt ja auch bestätigt, beziehungsweise hat sie nicht widersprochen und eigentlich hat sie es ja bejaht, dass es Betrüger sind. Und sie meinte, es ist ihr egal. Tja, wahrscheinlich ist es ihr wirklich egal, dass sie eine Betrüger-Lady ist. Aber machen wir mal weiter mit dem zweiten Telefonat. Ich habe euch ja heute noch eins mitgebracht. Spreche ich mit Rudolf Steiner. Mein Name ist Martha Rich. Und ich kontaktiere Sie bezüglich Ihrer Anmeldung für das Online-Handeln. Martha Bitch? Ja. Okay. Okay, Herr Steiner, Sie haben Interesse gezeigt, Online-Handel an der Börse anzubanken, ja? Richtig? Oh Mann. Und wer jetzt ganz genau richtig gut aufgepasst hat, die Martha Rich hatten wir gestern schon dran. Und auch nicht nur gestern, die hatten wir ja schon viele, viele, viele Male auf dem Kanal. Ich bin mir immer nicht so hundertprozentig sicher, weil viele haben ja wirklich sehr quietschige Stimmen, dass sie eigentlich sowieso gar nicht Callcenter-tauglich wären. Also nichts gegen die Leute selbst an sich, aber ich finde, so eine quietsche Stimme am Telefon, das lockert so ein Gespräch nicht auf. Aber ich glaube, unsere Quietsche-Tante hier war tatsächlich auch die Gabi Winter. Tja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben wir die hier ziemlich oft schon dran gehabt. Naja, wir hören mal, was er sonst noch so von sich zu quaken hat. Ja, ja. Herr Steiner, es geht um Online-Handel mit Kryptowährung. Okay. Okay. Herr Steiner, haben Sie schon irgendwelche Erfahrungen in diesem Bereich oder das ist ganz neu für ganz Sie? Ganz neu. Okay, Sie haben nie mit Krypto und Aktien gehandelt, richtig? Ich glaube nicht. Okay. Herr Steiner, das ist gar kein Problem. Meine Aufgabe ist es, Ihnen dabei helfen, Ihre Handelskonto richtig zu aktivieren. Ich bin Ihre Kontoberaterin, ja? Mhm. Herr Steiner, wenn Sie Konto aktivieren, Sie bekommen von unserer Seite große Unterstützung, ja? Automatisches Handelssystem, Robotersystem und es bedeutet, dass Sie bei uns nicht allein handeln werden, sondern dieses System handelt für Sie, ja? Kauf und Verkauf eigenständig. Und sobald Sie Ihr Konto aktivieren, Sie werden zu Ihrem Expert, eigenen Finanzberater zuzuweisen, ja? Obwohl alles automatisch läuft am Anfang, Expert wird für Sie alles einrichten und mal erklären, ja, wie es läuft und wie es funktioniert. Mhm. Und helfen und zeigen Ihnen, wie Sie Gewinne erzielen können. Und für Sie, Expert wird für Sie Geldmanagementstrategie erstellt, ja? Herr Steiner, wir haben, vielleicht wissen Sie das, haben drei verschiedene Kontotypen. Erste ist 250 Euro, zweite ist 500 und dritte ist 1000 Euro, ja? Wenn Sie gar keine Erfahrung in diesem Bereich haben, am Anfang, ich empfehle Ihnen mit Mindestbestandskapital beginnen. Aber natürlich, das ist Ihre Entscheidung, ja? Womit möchten Sie Ihre Handelskonto aktivieren? Toll. In der Tat, richtig toll. Richtig toll abgelesen, ihr Skript. Denn
So ziemlich genau die gleiche Wortwahl hat es auch in dem Video gestern gehabt. Tja, weiß ich nicht. Das müsste doch irgendwann auch mal echt mega langweilig und nervig auf Arbeit sein. Naja, aber vielleicht sind auch genau deswegen die Kunden teilweise das Druckventil, wo sie dann ihre schlechte Laune rauslassen. Ich kann mir eigentlich nicht mal vorstellen, dass man so als Betrügerboss von so einem Callcenter das irgendwie gutheißen kann, weil letztendlich fällt man doch dann damit nur viel schneller auf die Fresse, oder nicht? Okay, Herr Steiner, mit mindestens Festkapital mit 240 Euro können Sie monatliche Profiteln bekommen von 10 bis 20 Steiner. Und unser Interesse ist, dass Sie so viel Geld verdienen, denn wir werden aus Ihren Gewinnen bezahlt. Wir bekommen von 2-3% von Ihrem Gewinn. Deswegen, das ist unser gemeinsames Interesse. Sie profitieren und wir profitieren auch. Ihr Erfolg bestimmt unser Erfolg. Okay, Herr Steiner, sagen Sie mir bitte, was ist Ihre gewünschte Summe? Womit möchten Sie Ihr Konto aktivieren? Weiß ich nicht. Bitte? Weiß ich nicht. Okay, was ist Ihre gewünschte Summe? Was ich mir wünsche. Ja, was ist Ihre gewünschte Summe, ja? Sie haben bei uns Interesse gezeigt, ja, Online-Handel anzufangen, ja? Deswegen, Sie sollen das schon wissen. Womit möchten Sie Ihre Handelskonto aktivieren? Okay. Ja, und wir haben, ja, 250 Euro, 5000 und 3000 Euro, ja? Wenn Sie Konto aktivieren, Sie bekommen dieses Geld auf Ihrem Handelskonto. Das ist wieder Ihr eigenes Geld und Sie haben Kontrolle über Ihr Geld, ja? Nach der Kontoaktivierung, ich werde Sie per E-Mail Zugangsdaten schicken. Wo können Sie reinloggen und Ihre Geld finden, ja, auf Ihrem Handelskonto? Muss ich denn suchen? Bitte? Muss ich das suchen? Ich habe nicht verstanden. Was meinen Sie? Ja, muss ich das suchen? Sie sagten, ich muss das finden. Ja, natürlich. Natürlich. Unsere Website heißt Inertia Finance, ja. Wo haben Sie ein Konto, aber Ihr Konto ist noch nicht aktiv, ja. Wenn Sie Konto aktivieren, Sie werden dieses Geld auf Ihrem Handelskonto, ja. Und ich werde Sie per E-Mail Zugangsdaten schicken, ja. Unser Website-Link, Benutzername und einmaliges Passwort, ja. Ja. Alles klar? Ja. Okay, ja. Herr Steiner, haben Sie schon entschieden? Ja. Was ist Ihre gewünschte Summe? Muss ich das jetzt entscheiden? Herr Steiner, ja? Ja. Sie haben gerade auf unserer Website registriert, ja? Wenn Sie bei uns Kunden registrieren, ja? Es bedeutet, dass diese Kunden möchten bei uns Handelsprozess anfangen. Sofort, ja? Und wenn Sie, ja, wir haben Ihre Daten bekommen. Ihre Name, Ihre Nachname, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Nummer, ja? Ja. Deswegen, Ihre Zeit auf dem Finanzmarkt ist kostbar und wir haben limitierte Plätze, ja? Ja. Deswegen, Sie sollen diese Entscheidung, ja, schneller treffen, ja? Wenn Sie Fragen haben, fragen Sie mich danach und ich werde Sie antworten, ja? Ja. Herr Steiner, ja. Sie werden bei uns nicht allein sein, wenn Sie Angst haben, ja, weil Sie ohne Erfahrung sind. Das ist gar kein Problem, ja, für Sie, weil Sie werden bei uns nicht allein sein. Alles wird für Sie gemacht, Expert. Und Robotersystem, ja? Automatisches Handelssystem. Und Expert wird für Sie neue Positionen öffnen und damit können Sie beste Ergebnisse in diesem Bereich bekommen. Das ist gut, ich bin nicht gerne allein. Bitte? Ich sagte, das ist gut, ich bin nicht gerne allein. Okay, Herr Steiner, ja. Sagen Sie mir bitte, was ist Ihre gewünschte Summe, wenn Sie möchten bei uns nicht Konto aktivieren, ja? Wir sollen diese Gespräch schnell beenden. Schnell beenden? Ja. Aha, also wenn der Kunde da unschlüssig ist und noch ein bisschen rumeiert, dann soll man das Gespräch schnell beenden. Ja, genau, so hört man das definitiv immer von jedem seriösen Unternehmen. Wenn der Kunde hier anfängt rumzueiern und nicht weiß, was er hier geschissen haben will, dann soll man da ganz schnell das Gespräch beenden, weil der Kunde ist ja nervig. Mhm. Okay, also weiß ich nicht. Also ich finde es wirklich absolut Wahnsinn, wie die mit Kunden umgehen, ne? Und ich meine, letztendlich wollen die ja euch um euer Geld bescheißen.
Und das auch noch so kackendreist und unfreundlich, dass man hinterher, wenn man betrogen wurde, eigentlich sich nur noch am Kopf fassen kann. Also, ich meine, das ist doch Wahnsinn. Stellt euch mal vor, ihr wurdet beschissen und dann auch noch auf solch einer unfreundlichen und absolut ekelhaften Art und Weise, wo man als Kunde eigentlich jedes Mal hingestellt wird, als müsste man alles wissen. Man müsste schon den Computer am besten hochgefahren haben, eingeloggt sein und die Kreditkarten müssen fein säuberlich schon sortiert auf eurem Schreibtisch liegen. Ja, so stellen die sich das scheinbar vor. Tja, also, wenn so Arbeiten funktioniert, dann sollte ich mal über einen Jobwechsel nachdenken. Das ist ja Wahnsinn. Und wozu kriege ich den Leuten immer noch in den Arsch? Okay, sagen Sie mir bitte. Warum müssen wir das haben schnell beenden? Haben Sie Interesse, Handelsbote an der Börse anzufangen? Natürlich. Ja, und sagen Sie mir bitte, was ist Ihre gewünschte Summe? Und ich würde... Ich würde sagen... Was würden Sie denn nehmen? Bitte? Was würden Sie denn nehmen? Okay, Herr Steiner. Ich habe es schon gesagt, ja? Für Kontoaktivierung brauchen Sie mindestens Staatskapital. Bei uns ist 250 Euro. Das ist die Regulation der Börse, ja? Aber wir haben zweite und dritte Kontotypen, ja? Ja. Ja, wenn Sie bei uns Konto aktivieren möchten, ja? Sagen Sie mir bitte, was ist Ihre Summe? Womit möchten Sie Ihre Transaktion aktivieren? Welche ist denn die beste? Bitte? Welche Summe ist denn die beste? Welche Kontotypen ist beste? Ja. Natürlich, wenn Sie mehr investieren, desto mehr profitieren, Herr Steiner, ja? Okay. Aber zum ersten Mal, ja, Sie sind total Anfänger in diesem Bereich und sind Sie total neuer, ja? Deswegen am Anfang, ich empfehle Ihnen mit mindestens Staatskapital beginnen, ja? Okay. Okay. Und dann können Sie ja alles, ja, selber nachschauen, wie es läuft, wie es funktioniert und können Sie diesen Bereich gut lernen, ja? Und dann zum Beispiel in Zukunft, wenn Sie möchten, mehr investieren, ja? Zum Beispiel. Darüber können Sie mit Ihrem eigenen Finanzberater sprechen. Okay. Alles klar? Ja. Okay. Und bitte, haben Sie schon entschieden, was ist Ihre gewünschte Summe? Ja, ich mache so, wie Sie das sagen. Bitte? Ich mache so, wie Sie das sagen. Herr Steiner, sind Sie seriös, oder? Natürlich. Und Sie? Okay, Herr Steiner. Okay, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Warum? Und ja, alles Erfolg in diesem Aber ich wollte doch Geld bei Ihnen. Herr Steiner, Sie haben gar keine Interesse, ja? Doch. Sind Sie unseriös? Ich nicht, sag doch, Sie sollen das machen, weil Sie wollen mich doch beraten. Genau, sobald ihr als Kunde Fragen habt, seid ihr unseriösisch. Mhm. Schönes Wort, aber was soll das eigentlich? Ich dachte, sie ruft an, um mich dabei zu unterstützen, dass sie mich verarschen kann. Aber die gibt sich ja nicht mal Mühe. Also, naja, aber das haben wir ja irgendwie in fast jedem Video, ne? Dass sie sich hier überhaupt nicht mal ansatzweise irgendwie Mühe geben und lieber schnell weg sind und, naja, Fragen stellen dürft ihr nicht. Ihr dürft da Geld einzahlen, aber wenn ihr eine Frage habt, das darf um Gottes Willen nicht passieren. Fragen werden nicht gestellt. Das könnte ja dazu führen, dass man antworten muss und auch überhaupt Wissen besitzen muss. Tja, dass das keine Trading-Firmen sind, ist, glaube ich, klar. Denn meistens, in den allermeisten Fällen, haben die echt gar keine Ahnung von dem, was die da überhaupt erzählen. Die lesen den Scheiß nur ab und sobald man eine Frage stellt, sind sie eigentlich komplett raus aus dem Thema. Tja, es fängt eigentlich schon beim eigenen Nachnamen an. Denn entweder können sie den Nachnamen nicht mal vorlesen, und ihren eigenen Namen, den sagen sie ja meistens auch schon nicht mehr. Hier in diesem Video zwar noch, aber oftmals lassen sie den auch schon einfach weg. Ein Firmenname ist ja mittlerweile auch schon überflüssig geworden. Okay, Herr Steiner, wer Sie mochte, sagen Sie mir bitte dann. Ja, ich mochte. Was machen Sie da? Na, so wie am besten ist, mache ich das. Und dieser soll mich doch beraten. Können Sie bitte ein lauter sprechen? Ich kann nicht gut hören, was Sie sagen. Ich sage, Sie beraten doch. Dann machen wir so, wie Sie das sagen. Ja. Sie bekommen persönlicher Finanzberater, nachdem Sie Ihre Konto aktivieren. Ja, das ist schön.
Ja. Und können Sie mit Ihrem eigenen Finanzberater Handelsprozess anfangen? Ja, gut. Dann machen wir das so. Okay. Aber zuerst, Sie sollen Ihr Konto aktivieren. Ja. Ihr Handelskonto. Okay. Und was ist Ihre Gehörstellsumme? Na, die Sie am besten finden. Was finden Sie am besten? Sagen Sie mir bitte Ziffer. Das ist 250 Euro, 500 und 1000, Herr Steiner. Was wäre denn da am besten? Ich empfehle Ihnen mit Mindeststaatskapital beginnen. Dann machen weil wir das Sie so. Ohne Erfahrung sind. Ja. Bitte? Ja, dann machen wir das so. Mit 250 Euro. Richtig? Ja. Ist ja schon fast süß, dass sie hier tatsächlich nochmal gefragt hat, wirklich? Also eigentlich hätte sie sich das ganze Gestreite hier sparen können, wenn sie mir einfach gleich auf die Frage geantwortet hätte. Ich habe mir doch jetzt nur deutlich oder mehr als deutlich signalisiert, dass ich ein dummer Kunde bin, der gar keine Ahnung hat von dem, was die da labert. Und die soll mal für mich entscheiden, weil sie ist ja jetzt hier die tolle Beraterin. Also warum berät sie mich denn jetzt hier nicht? Und auch wunderbar, wie sie mich hier die ganze Zeit schon auf den Mitarbeiter danach verweist. Erst einzahlen und dann Informationen erhalten. So läuft's eigentlich nicht. Normalerweise bekommt ihr alle Informationen, die ihr wollt, bis ins allerletzte kleine Popeldetail. Und selbst die AGBs mit Milliarden Seiten und 100 Billionen Zeichen, die man sich eigentlich gar nicht mehr durchlesen kann. Ihr bekommt alles, was ihr wollt, zur Not sogar vorgelesen. Tja, und hier geht's eigentlich nur darum, dass ihr ganz schnell möglichst viel Geld oder wenigstens 250 Euro überweist und dann sind sie weg. Okay, Herr Steiner, sagen Sie mir bitte, welche Zahlungsmethoden benutzen Sie? Visa oder Mastercard oder benutzen Sie Online-Banking? Das habe ich alles. Okay. Welche möchten Sie benutzen? Visa, Mastercard oder Online-Banking? Was ist denn da am besten? Herr Steiner, Sie können mit Kreditkarte und mit Ihrem Online-Bank, Ihre Transaktion bestätigen. Wenn Sie möchten, mit Ihrem Online-Bank, ich werde Sie per E-Mail einmaliges Zahlungsmethode schicken. Okay. Okay. Ich überprüfe Ihre E-Mail-Adresse. Ja. Ihre E-Mail-Adresse ist lutzruebel@verbraucherbeste.com, richtig? Ja. Okay. Sitzen Sie jetzt am Computer, Herr Steiner? Nein. Können Sie das sitzen oder benutzen Sie Handy? Ich kann an den Computer gehen, ja. Ja, bitte. Und schalten Sie bitte Ihren Computer ein. Moment. Dann mache ich das. So, Sie haben mir gesagt, dass Sie benutzen Online-Bank, ja? Und wo haben Sie Konto, Herr Steiner? Was ist Ihre Hausbank? Ich habe zu Hause keine Bank. Nein, zu Hause nicht keine Bank. Was ist Ihre Hausbank? Wo haben Sie ein Konto? Ein Konto? Sie benutzen Online-Bank, aber welche Bank ist das? Das ist keine Online-Bank. Das ist eine ganz normale Bank. Herr Steiner, Sie haben mir gesagt, dass Sie benutzen Online-Bank, ja? Nein. Und Kreditkarte. Welche Kreditkarte benutzen Sie in diesem Fall? Da habe ich mehrere. Sicher? Da habe ich mehrere. Okay, Visa oder Mastercard? Die habe ich auch beide. Okay, Herr Steiner. Ja? Womit möchten Sie Ihre Transaktion bestätigen? Auf Ihrem Visa oder Kreditkarte haben Sie 250 Euro. Was ist denn da am besten? Okay, tschüss. Ich dachte, Sie beraten. Ich meine, ich muss ja mal sagen, ich habe mich hier wirklich ziemlich blöd angestellt. Aber naja, letztendlich rufen die bei x-beliebigen Leuten an, die tatsächlich vielleicht auch sogar so reagieren könnten. Also stelle ich mir so vor. Ich meine, kann auch in meinem Wahnvorstellung irgendwie passiert sein, aber ich muss ja mal versuchen, das Ganze neutral zu betrachten. Ich besuche deren komische, wunderbar seriöse Webseite mit der Werbung, melde mich da an, werde bei irgendeinem Unternehmen rausgeschmissen. Und dann geht das Ganze los. Das Telefon klingelt und dann bekomme ich noch 1000 andere Anrufe.
von anderen Firmen, wo ich auch angemeldet bin und habe das angeblich überall selbst getan. Was ja nicht der Fall ist. Ich habe mich einmal bei einer Werbung angemeldet. Und dann rufen euch so viele tausend Leute an von dieser einzigen Eintragung, wo ihr euch überall angemeldet habt, angeblich. Und dann fragt man da irgendwas und Antworten gibt es dazu überhaupt keine. Unseriöser geht das Ganze nicht. Aber was will man erwarten von einem Betrüger-Callcenter? So ist es halt. Naja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Besucht mich gerne noch auf Social Media. Auf Twitter und auf Instagram bin ich momentan auch aktiv. Twitter unter ccabzocke zu finden und bei Instagram callcenter-abzocke. Wer möchte, ihr findet jetzt hier noch jede Menge weitere Videos aus der Playlist von diesem Kanal. Ich bedanke mich für euren Besuch und für eure Aufmerksamkeit. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.